Sozialismus oder Barbarei? Nie waren Rosa Luxemburgs Kommentar zum Ersten Weltkrieg aktueller als heute. Die kapitalistischen Konsumgesellschaften des reichen Nordens plündern den Planeten. Der Kapitalismus untergräbt, wie es bei Marx heißt, die Springquellen des Reichtums, den Arbeiter, aber eben auch die Erde. Millionen Geflüchtete auf dieser Welt, das sagen die Zahlen des UNHCR von dieser Woche. 3 Millionen allein mehr als im Jahr davor. Und bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten es 200 Millionen werden. 5 Jahre schlimmste Dürre waren im Übrigen auch eine der Ursachen, wenn auch nicht die einzige, für den Syrienkrieg. Schon heute, liebe Genossinnen und Genossen, führt der Klimawandel zu Hunger, Krieg und Vertreibung. Auch als Folge des Klimawandels, aber vielmehr noch wegen des Raubbaus, den der Kapitalismus an der Natur betreibt, beobachten wir einen rapiden Verlust unserer Biodiversität. 1/3 aller Arten und 2/3 aller Lebensräume in Deutschland sind bedroht. Lebendige Ökosysteme schrumpfen, verarmen oder werden ganz beseitigt. Die Folgen dafür werden auch für den Menschen verheerend sein. Die Linke nimmt sich dieser Fragen an und ist auf dem besten Wege, die soziale Umweltpartei für NRW zu werden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir kämpfen für die Rettung des Weltklimas und für den Schutz unserer Umwelt. Aber vergessen wir dabei nicht, mit einem wirksamen Schutz der Umwelt ist der Kapitalismus am Ende nicht vereinbar. Ich gehöre dem Landesvorstand jetzt seit 8 Monaten an. In dieser Zeit habe ich mitgeholfen, unsere Proteste bei der Weltklimakonferenz in Bonn zu organisieren, habe den Landesverband vertreten bei den Protesten gegen RWE und gegen Bayer Monsanto und ich leiste meinen Beitrag zur gemeinsamen Medienarbeit. Die Aufgaben sind vielfältig. Stickoxide, Feinstaub, Kastoren in Ahaus, Urananreicherung in Gronau, Gülletourismus, Massentierhaltung, Flächenverbrauch, Nationalpark Senne, Energiewende und der Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier. An all diesen Themen möchte ich mit euch gemeinsam weiterarbeiten. Und übrigens, vom 11. bis zum 22. August ist wieder Klimacamp im Rheinland. Und das wird richtig spannend. Da werden viele interessante Dinge diskutiert. Unter anderem werden die Weichen gestellt für die Arbeit der kommenden Jahre. Wäre doch schön, wenn wir da zahlreich vertreten sind. In diesem Sinne, geht zurück in eure LAGs, geht zurück in eure Kreisverbände, sagt es weiter, kommt alle ins Klimacamp, lasst euch da uns da mit einem starken Barrio vertreten sein. Genau, eine Punktlandung. Dankeschön. Bitte wählt mich rechtzeitig.